Mein Name ist Frank Franz und ich bin Parteivorsitzender der NPD, einer Partei, die die Nation als Leistungsgemeinschaft versteht, zu der jeder nach besten Kräften beiträgt, aber auch als Solidargemeinschaft, die jenen zur Seite steht, die unverschuldet in Not geraten sind. Nationale Politik heißt nicht zuletzt auch Bewahrung unserer Lebensgrundlagen, unserer Umwelt. Den zerstörerischen Kräften eines ungezügelten Raubbaus an Mensch und Natur setzen wir den Heimatgedanken entgegen. Und deswegen sagen wir auch ganz klar, die Wirtschaft hat dem Volk zu dienen und nicht umgekehrt. Gerade in Zeiten, in denen nicht nur gegen die NPD, sondern gegen alle politischen Kräfte vorgegangen wird, die sich für die Bewahrung unserer nationalen Identität und die Wiederherstellung unserer Souveränität einsetzen, ist das nicht immer leicht. Und gerade weil die NPD nicht die rassistische und antidemokratische Partei ist, als die sie von den Medien immer dargestellt wird, sondern sich für mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzt, kann ich mein Amt auch aus voller Überzeugung ausfüllen. Nationale Gesinnung heißt für mich nicht, auf andere Völker herabzusehen, sondern sie zu achten, aber alles dafür zu tun, den Interessen des eigenen Volkes den notwendigen Rückhalt zu verschaffen. Nicht wir sind es, die verfassungsfeindlich agieren und die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährden, sondern die herrschenden politischen Kräfte. Ob bei der Euro-Rettung, den Auslandseinsätzen der Bundeswehr, in der Asylpolitik oder eben auch in der Familienpolitik. Seit meinem Amtsantritt als Parteivorsitzender im letzten November konnten wir einiges erreichen. Das schreibe ich mir natürlich nicht allein auf die Fahne, sondern sehe es als gemeinschaftlichen Erfolg an. Wir konnten den rückläufigen Trend bei den Mitgliederzahlen stoppen und umkehren. Soll heißen, wir haben wieder steigende Mitgliederzahlen und ebenso deutlich zunehmende Interessentenanfragen, was auch auf unsere gestärkte Kampagnenfähigkeit zurückzuführen ist. Rückgrat dieser Kampagnenfähigkeit ist die Parteizentrale in Berlin, wo eine engagierte Mannschaft ihren Dienst tut. Ganz besonderes Augenmerk habe ich auf die Entwicklung, den Ausbau und die Förderung unserer medialen Präsenz gelegt. Seit Frühjahr 2015 konnten wir bei den Abos der Deutschen Stimme einen Nettozuwachs von rund 14% erreichen und während wir noch im letzten Jahr die Gesamtauflage auf rund 15.000 Exemplare zurücknehmen mussten, konnten wir die Auflage mittlerweile wieder auf 18.000 bis 20.000 Stück erhöhen. Maßgeblich dazu beigetragen hat die Tatsache, dass mit DSTV ein neues Internet-TV-Format entwickelt wurde, das in der heutigen Zeit unverzichtbar ist und das sich zunehmend größerer Beliebtheit erfreut. Die kommenden Monate werden nicht nur entscheidend sein für die Zukunft unserer Partei, sondern für die Zukunft unseres Volkes. Schon jetzt sind wir als NPD dabei, wenn es darum geht, an der Seite der Bürger gegen die katastrophale Asylpolitik aufzubegehren. Gerade jetzt kommt unser Auftrag zur Durchsetzung der Lebensinteressen unseres Volkes besonders zum Tragen. Deswegen gehen wir verstärkt raus auf die Straße, ob mit Infoständen oder Demonstrationen. Deswegen führen wir mehr denn je politische Informationsveranstaltungen durch, überall im Land. Und deswegen bringen wir uns dort mit ganzem Herzen ein, wo Widerstand geboten ist, gegen die nur noch als volkszerstörerisch zu bezeichnende Politik der Herrschenden. Denn es geht uns nicht nur um uns als Partei, sondern um unsere Heimat. Es geht um Deutschland.